Alright, right, right, Leute, willkommen zurück zu Fortnite und zur Asus ROG City. Wir laufen wieder mit der Community jetzt hier für den letzten Teil der Asus ROG Kampagne, ne, um ein bisschen hier mal die besten Runner herauszufinden. Die Community ist startklar, da habe ich auf Instagram ein bisschen dazu ausgerufen für die neuesten Sachen und da können wir auch vielleicht ein bisschen was verlosen, ne, und deswegen haben wir jetzt ein paar Läufer. Und wir haben ein paar Sniper, die jetzt hier rumballern und hier auf dieser wunderschönen Stadt her. Ihr könnt dies natürlich selber spielen, wenn ihr den Code in der Mitte benutzt. Lasst uns mal anfangen, ne? Und die Leute versuchen rauszuschießen. Die sind hoffentlich dann... Oh, Tarek, willst du gerade hier Matrix-Move machen oder was? Ja, mich einfach nicht getroffen. Ja, Junge, ich tippe dich schon. Ich werde dich schon treffen. Da, siehst du, am C gekribbelt. Zege kribbelt ist mit am Start. Ja, ihr seht es lernt, es lernt. Oh. Juch, ich war in der Luft. Gern geschehen. Komm her, du Ratte. Die rennen da durch. Die müssen nämlich bis ans Ziel kommen. Ne? Und schön, dass ich euch über das ganze Zeug erzähle. Ihr könnt natürlich auch mit einem Rabattcode, den ihr in der Videobeschreibung unten findet, natürlich auch die Produkte holen, Leute, ohne Giveaways oder sonst was. Wenn ihr sagt, ich bin ja hier gerade dabei auf der Suche nach neuem Maus, Tastatur, Headset, was auch immer, checkt den Link aus, klickt da drauf, Mickey Maus, dann findet ihr dort auf jeden Fall die entsprechenden Infos beziehungsweise die Produkte, die ihr dann holen könnt. Aber hier versuchen noch ein paar Leute ihr Glück. Mike ist raus, Jana versucht da, zack, Hit ist drin, ne? Oh! Ne. Oh. Ich hab dich ein zweites Mal da. Komm, komm. Wohin? Ja, Digga. Natürlich kann ich euch natürlich ein bisschen was zu den Produkten erzählen, die ich gerade hier benutze. Und zwar das Asus ROG Delta S. Was ich jetzt hier aufhabe, ist das Fusion 2 500. Ist auch ein ganz nices Headset, aber das Delta S ist das hier. Mit eher eckigen Muscheln und so weiter. Aber hat nichtsdestotrotz ein paar richtig coole Features unter anderem. Besitzt Asus AI Noise Cancelling, ne? Das heißt, Störgeräusche von der Außenwelt werden gefiltert, sodass ihr euch nur noch rein auf das Game konzentrieren könnt. Bringt mir jetzt hier beim Snipen vielleicht nicht so viel. Aber sonst natürlich ist das immer eine nice Technologie, kennt ihr aus anderen Kopfhörern und so weiter. Aber natürlich auch für einen kristallklaren Krank habt ihr da Quad DAC und MQA Technologie. Ja, sind technische Begriffe jetzt, ne? Muss man sich jetzt nicht vielleicht super viel drunter vorstellen, außer einfach nur, dass das dafür sorgt, dass ihr einen guten Klang habt und dann natürlich da ordentlich mitmischen könnt, ne? So, ui, der hat aber Tempo drauf, der hat aber Tempo drauf. So, und ihr habt auch einen ganzen Haufen von. Und da werde ich auch natürlich unter den besten Spielern hier vielleicht für unter den Leuten, die jetzt hier mitmachen, ein paar was verlosen, als auch den Leuten in den Kommentaren. Das heißt, Kommentar, Abo-Button, Like-Button reinhauen, ihr kennt die Geschichte. Ne? Oh, Mike, da brauchst du wohl auch ein besseres Headset, damit du da durchkommst, Junge. Zack, haut das in die Kommentare rein, es würde mich mega freuen. Dann haben wir da auf jeden Fall, kann ich euch ein bisschen was zurückgeben von der gesamten Kampagne. So, jetzt ist er flott. Da wird's schwierig. Ich direkt mit dir habe. Oh, als ob ich dich gehittet hab, Mike. Als ob. Oh, perfekt. Oh, Jero, auch rausgeschossen. Wunderbar. Vielleicht kommt er ja weiter mit der nächsten Geschichte, die ich benutze. Und zwar der Asus Claymore 2. Eine wunderschöne Tastatur. Eine wirklich schöne Tastatur. Habe ich auch schon einmal kurz vorgestellt. Super Production Value, ne? Also mega, mega stabil. Ich kann die euch mal gleich hochhalten. Indem ich dafür gesorgt habe, dass da keiner ans Ziel kommt, weil das nehme ich hier schon sehr ernst. Ne? Das nehme ich hier schon sehr ernst gegen die Community. Oh, Tarek. Hit ist drin, ne? Picuro. Oh, Tarek, Alter. Headshot, Junge. Oh, Mike. Oh, wer ist ans Ziel? Mike! Ein GG an Mike für die erste Runde. Holt sich die Münze. Mike, ich kann dir dann irgendeine Maus. Schlecht. Wir haben eine neue Lobby. Wir haben neue Kontrahenten. Da haben wir auf jeden Fall ein paar, die wieder rumlaufen. Und wir haben unsere Sniper. So, die Map lädt noch. Jetzt schauen wir mal, wer in Runde 2 durchkommt. Oh, und diesmal ist ja echt gut was los. Während die Leute da ein bisschen durchrunnen, hier versuchen noch ans Ziel zu kommen, kann ich euch ein bisschen mal über die Claymore 2 erzählen, die ich gerade ja so ein bisschen angesprochen habe. Oh. Ne? Das ist ja dieses gute Ding hier. Ne, das ist die Tastatur. Ihr seht es, die ist tatsächlich sehr, sehr variabel. Die hat mehrere Möglichkeiten und zwar mit ihrem Nummerblock. Den habe ich jetzt einfach mal abgemacht. Aber der Nummerblock lässt sich einfach easy peasy hier dran tackern. Und dann habt ihr
einer Tastatur mit einem Nummerblock auf der linken Seite, wenn ihr die ganzen Hotkeys braucht. Ihr könnt das auch auf die rechte Seite switchen und so weiter. Also sehr modular auf jeden Fall. Verarbeitungsqualität ist top. Wireless. Bluetooth, ne, ist vorhanden. Also gerade Wireless ist für mich immer ein Top-Ding. Sonst hätte ich das Ding gar nicht hochheben können. Ich frage mich sowieso. Wireless ist sowieso key. Gerade bei Tastaturen. Wirklich schönes Ding, gut verarbeitet. RGB-Tasten sind dabei. Und das Interessante bei der RGB-Geschichte ist auch die zentrale Beleuchtung. Die RGB-Tasten sind zentral angelehnt und nicht wie bei einigen anderen Tastaturen eher oberhalb der Kappe. Von der Tastaturkappe, weil das innen drin ist. Das ist ja so ein kleiner Hohlraum. Das ist eher zentraler angelegt. Deswegen verteilt sich das Licht dann auch schön harmonisch. Falls für euch RGB-Beleuchtung dann natürlich auch von Interesse ist. Aber logischerweise wollt ihr dann auch die Switches haben. Die Switches sind natürlich das, was interessanter ist. Die gibt es in unterschiedlichen Varianten, in Rot und Blau. Und der Boy ist schnell unterwegs. Wartet, ich komme gleich noch zu den Switches, weil ich soll an dem ein bisschen wackeln. Ja, ich soll an dem tatsächlich an den Tasten ein bisschen rumwackeln. Achso, der Sprung, ja, der ist tricky, der ist nervt. Der nervt. Velix muss weg! Velix muss weg! Und wieder runter und wieder runter. Velix ist weg. Sehr gut. Asuma muss weg. Kriegen wir. Alter, Velix, was machst du denn da, Alter? Das gibst du? Einen nirgendwo. Velix skippt. Eater. Einfach der Skipper. Ja. Yeah. Velix ist laut. Da. Das passiert mit Skippern. Bist kein Australier. Asuma hat nochmal Hit. Nein, Asuma wurde gehittet. Schafft er es. Letzten Jump. Asuma. Schafft er es noch kurz vor der Ziellinie. Oh, Mann. Ach, als ob. Als ob der arme Asuma kommt ans Ziel. Ja, es geht schon los. Wir können weiter. Diesmal laufe ich mit. Ja, fordert halt. Bitte, Asuma, bitte nicht anschießen. Danke, bitte. Oh nein. Asuma, das war persönlich, sei ehrlich. Wer hat da Headshots nicht verpasst? Ekelhaft. Hey, wir schießen hier auf mich. Derjenige, der mich trifft, kriegt Bann. Ich sag euch, wie es ist. Jesse, beide gleich. Das war die Rache. Das war die Rache von Jesse. Ich hab's gemerkt. Andere Spieler, die haben Rache. Ach komm. Ach komm, Instant Hit, Alter. Sorry. Ghosted. Oh, Tarek. Die schießen scharf, die Boys, ne? Und Girls, ne? So ungewohnt ohne Rennen, ne? Dark. Das ist so schlimm. Ich fahr am Ziel vorbei. Weil you try. If you try your best and you don't succeed. Hört auf zu schießen. Ihr ekelhaften. Seid nicht so ekelhafte Hasen. Nur echte Hasen, geradlinige deutsche Bürger. Ich bin Russe, ich darf das. Das ist doof. So, Velix anmeckern, weil er skippt, weißt du, aber machst dasselbe. Was soll denn das? Der will nicht sterben, darum. Einfach der Skippy-Stan. Skippy-Stan? Bitte, die Skippy, ich bin nicht Skippy-Stan. Einfach so hey, Skippy. Ich bin Hey Skippy. Nein. Hey Skippy. Der hat diese Uhu-Stimme, das müsste Jana sein. Oder Sugar. Und während da die letzten versuchen, noch an die Ziellinie zu kommen, ich will es ja gar nicht, ich brauche ja die Sachen nicht, die sollen ja gewinnen. Keine Ahnung, ob man das sieht, aber, ne, alles schön robust. Ich pack's einfach mit rein. Alles ist fest. Aber ne, die Build-Quality ist wirklich solid. Das Ding ist stabil, es ist fest gebaut, es fühlt sich hochwertig an, nicht nach Plastikzeug oder sonst was. Ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Wer ist jetzt ans Ziel gekommen? Ich. Ganz knapp, ey. Ich soll die Tastatur und das Handy. Ein GG an Tarek, bitte. So er knapp. Ist der Gewinner der letzten Runde, der ist jetzt an die Münze drangekommen und somit der Gewinner. Ja, auf jeden Fall coole Geschichte, ne? Ein bisschen Hardware an die Community, ein bisschen mit denen jetzt noch gezockt, ein bisschen die Sniper-Map hier ausgecheckt. Ich hoffe, euch das hat das Video natürlich genauso gefallen. Checkt den Rabattcode STANPLAY25, steht unten in der Videobeschreibung. Checkt den Rabattcode in der Videobeschreibung aus, dort gibt es auch einen Rabattlink für die ganzen anderen Produkte, falls ihr gerade auf der Suche seid noch ein bisschen Gaming-Hardware oder sonst was. Ne, würde mich freuen. Auf der rechten Seite findet ihr noch ein weiteres Video. Gerne draufklicken und gebt mir Flosse. Flop!